Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, in wenigen Stunden geht das alte Jahr zu Ende und wir feiern gemeinsam den Beginn eines neuen Jahres. Raunheim gehört zu den Städten mit der jüngsten Bevölkerung in ganz Hessen. In unserer Stadt leben besonders viele Familien mit Kindern. Viele dieser Familien sind ursprünglich aus allen Teilen dieser Erde zu uns gezogen und haben hier ihre neue Heimat gefunden. Jeder und jede ist ein geschätzter Teil unserer Stadtgesellschaft. In diesem Jahr sind Kräfte in unserem Land erstarkt, die ihr Potenzial aus Neid, Misstrauen und Vorurteilen schöpfen. Kräfte, die die Bevölkerung in unserem Land und auch innerhalb unserer Stadtgesellschaft spalten wollen. Diesen Kräften setzen wir in unserer Stadt in diesem Jahr bereits ein klares Zeichen entgegen. In unserer Stadt ist hierfür kein Platz. Wir sind stolz auf das, was Raunheim ausmacht und prägt. Wir bieten Vorurteilen und Hass keinen Nährboden und sind bereit, für das zu kämpfen, was wir in den letzten Jahren gemeinsam aufgebaut haben. Das auslaufende Jahr hat das Leid in der Ukraine verlängert und vergrößert und den vielen Geflüchteten die Hoffnung geraubt, bald wieder in die Heimat zurückkehren zu können oder auch geliebte Menschen bald wiederzusehen. Fanatismus und Hass brachten ebenfalls auch unermessliches Leid über die Menschen in Israel und über die Menschen im Gazastreifen. Wir blicken auch zurück auf ein Jahr, in dem Erdbeben und Naturkatastrophen eine große, vielfach ganz persönliche Betroffenheit in unserer Stadt ausgelöst haben. Wir blicken zurück auf ein Jahr, in dem die Kosten für alltägliche Güter weiter erheblich gestiegen sind, die Versorgung mit Energie nicht abschließend gesichert erscheint und die Preise hierfür starken Schwankungen unterworfen sind. Bei solchen großen Herausforderungen von außen, was kann da eine kleine Stadt wie Raunheim schon ausrichten? In den wenigen Monaten als Bürgermeister dieser Stadt konnte ich das eindrucksvoll erleben. Wir konnten beispielsweise viele Familien aus der Ukraine in Raunheim aufnehmen. Neben den Unterkünften der Stadt wurde auch eine erhebliche Anzahl an Wohnungen aus der Stadtgesellschaft bereitgestellt. Sie haben Spenden zusammengetragen, um die Not der Menschen in den ersten Tagen zu lindern und die nötigste Ausstattung bereitzustellen. Wir bieten Platz für Betreuung und Bildung, Raum für Kommunikation und Freizeit und Zeit für mitmenschliche Beratung. Viele Menschen aus Raunheim engagieren sich ehrenamtlich und ganz individuell, um den Ankommenden den Start hier bei uns zu erleichtern. Auch habe ich erlebt, wie sie Spenden gesammelt und teils gemeinsam mit der Stadt den Transport der Spenden in die Kriegs- und Krisengebiete organisiert haben. Für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Marokko erlebte ich eine Welle der Anteilnahme und der Hilfsbereitschaft aus unserer ganzen Stadtgesellschaft. Viele brachten sich ein, um den Menschen aus unserer Mitte Trost zu spenden, die um Angehörige fürchteten oder diese auch bereits verloren hatten. In Anbetracht des mittlerweile millionenfachen und individuellen Leids, das den betroffenen Menschen in den Krisenregionen unserer Welt aktuell widerfährt, erscheinen unsere Ängste um den persönlichen Wohlstand, der Ärger über gestiegene Preise und auch die Sorge vor einem vorübergehenden Stromausfall fast lapidar. Aber es ist wichtig, sich diesen Ängsten und Sorgen anzunehmen, denn sie zeigen, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass unser gewohntes Leben nicht selbstverständlich ist und weit zerbrechlicher, als wir glauben. Wenn wir uns dieser Sorge nicht annehmen, dann überlassen wir denen das Feld, die über Neid und Missgunst die Schuld denen zuschreiben, die zu den Schwächsten in unserer Gesellschaft gehören. Wir müssen wie bisher auch engagiert in die Bildung und Betreuung investieren, um Chancengleichheit und Teilhabe zu fördern. Eine breite Bildung und Chancengleichheit entziehen denen, die Hass, Neid und Missgunst schüren, den notwendigen Nährboden. Wir müssen die Möglichkeiten, finanzielle Einnahmepotenziale für unsere Stadt, und zwar abseits von Steuern und Gebühren, stetig erweitern und die Einnahmen, die wir hier bereits erwirtschaften, möglichst sichern, um keine weiteren Belastungen der Raunheimer Haushalte zu verursachen oder sogar die bestehenden Belastungen zu senken. Wie schwierig das ist, zeigt die aktuelle Diskussion über den Haushalt des Kreises, der durch die aktuellen Umlagen auf die Städte seine Leistungen nicht mehr finanzieren kann. Wir haben mit allen Fraktionen des Stadtparlaments das Programm fortentwickelt, das eine dauerhafte, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung aller Haushalte und Betriebe in den nächsten Jahren gewährleisten soll. Dieses Programm werden wir auch im kommenden Jahr weiter engagiert umsetzen. Neben den Herausforderungen von außen hatte unsere Stadt in diesem Jahr auch mit einigen Herausforderungen von innen zu kämpfen. Die Auswirkungen der Corona-Krise verursachten bei vielen Betrieben in Raunheim klaffende Lücken bei den Aufträgen und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine
Steigende Rohstoffkosten, steigende Zinsen und steigende Energiekosten belasten unsere Betriebe und Unternehmen sehr. Entsprechend sinken auch die Einnahmen innerhalb der Gewerbesteuer für unsere Stadt, die einen Großteil unserer gemeinsamen Ausgaben decken. Durch die erfolgte Ansiedlung neuer Unternehmen in unserer Stadt, aber auch durch den guten Branchenmix, der in Raunheim besteht, können diese Einnahmen jedoch in den nächsten Jahren nach aktueller Schätzung noch konstant gehalten werden. Auch der Haushalt als Ganzes wird durch die gestiegenen Preise von Energiekosten bis zu den Personalkosten stark belastet. Nur durch die guten wirtschaftlichen Entscheidungen der vergangenen Jahre und durch zusätzliche Einnahmen unserer kommunalen Betriebe ist es jetzt und auch mittelfristig noch möglich, die Leistungsfähigkeit unseres gemeinsamen Haushalts zu sichern. Vor 2 Wochen wurde unser Haushaltsplanentwurf einstimmig in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Ebenso die Wirtschaftspläne unserer Betriebe und die zugrunde gelegte gesamtwirtschaftliche Strategie unserer Stadt, die wir in den letzten Jahren bereits erfolgreich umgesetzt haben und nun fortführen wollen. Ich bin den Fraktionen sehr dankbar für ihre Weitsicht, dieser gesamtwirtschaftlichen Strategie ihre Zustimmung zu erteilen. Der Rückblick auf das vergangene Jahr muss auch Anlass geben, auf die Diskussionen und die Vorwürfe gegen den Magistrat und die Verwaltung einzugehen, die innerhalb der sozialen und regulären Medien aufgekommen sind und die auch derzeit noch anhalten. Mir kam die Aufgabe zu, alle verfügbaren Informationen zu den vorgeworfenen Sachverhalten zusammenzutragen und diese den übergeordneten, aber auch den ermittelnden Behörden zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig wurden die sich ergebenden rechtlichen Fragestellungen durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund, aber auch durch externe Fachkanzleien geprüft und beurteilt. Deren Empfehlungen habe ich auch Folge geleistet, als ich mehreren Anträgen aus dem Parlament widersprochen habe. Hierzu bin ich rechtlich verpflichtet, wenn durch diese Anträge geltendes Recht gebrochen wird oder erhebliche wirtschaftliche Schäden für unsere Stadt drohen. Es ist leicht, aber äußerst fahrlässig, mir vorzuwerfen, ich würde eine notwendige Aufarbeitung verhindern, nur weil ich darauf bestehe, zunächst die finalen Ergebnisse einer Bewertung von übergeordneten und ermittelnden Behörden abzuwarten, bevor Urteile gefällt oder sogar vollstreckt werden. Ich bleibe dabei. Ein unterstelltes Unrecht rechtfertigt niemals die Anwendung unrechtlicher Mittel. Es rechtfertigt ebenso in keiner Weise Vorurteile, Verleumdung und persönliche Diffamierung. Auch der Wille zur Aufklärung rechtfertigt nicht, dass persönlichste Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliebigen Dritten zugänglich gemacht werden. In den sozialen Medien wurde und wird von einigen Menschen zu Gericht gesessen. Selbsternannte Ermittler tragen Gerüchte und angebliche Sachverhalte vor, andere fällen Urteile. So wurden die Suspendierungen von Mitarbeitern von mir gefordert und gleichzeitig unter dem Titel Rendl alleine im Rathaus der baldige Untergang der Verwaltung gefeiert. Die Vorverurteilung und die Art der Diffamierung nehmen keinerlei Rücksicht auf die gravierenden Folgen für die betroffenen Personen. Dieser entsetzlichen Vorgehensweise habe ich mich entschieden in den Weg gestellt und das werde ich auch weiterhin tun. Es ist nicht zu tolerieren, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf Portalen wie Facebook oder Instagram einer unfassbaren und geschmacklosen Hetze und persönlichsten Beleidigungen oder sogar Bedrohungen ausgesetzt sind. Es ist unsere gemeinsame Pflicht, uns diesem Vorgehen in den Weg zu stellen. Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen. Die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen als Rückgrat unserer Stadt müssen jedes Jahr aufs Neue gesichert werden. Eine breite Mehrheit im Raunheimer Stadtparlament hat die Sicherung dieser Strukturen in den letzten Jahren getragen und gestützt. Wir bemühen uns mit Transparenz, Information und Beratung, auch in den kommenden Jahren für die wichtigen strategischen Entscheidungen der Stadt eine breite politische Mehrheit zu finden. Die Beratung und der gefundene Konsens über den Haushaltsplanentwurf 2024 lassen erwarten, dass über die wichtigsten und grundsätzlichen Zielsetzungen eine Einigkeit hergestellt werden kann. Unsere Stadt ist stark und vielfältig, so wie auch unsere Stadtgesellschaft. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass beides auch in der Zukunft so Bestand halten kann. Hierzu brauchen wir eine leistungsstarke Stadtverwaltung und qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir brauchen ein Parlament, das bereit ist, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und wir brauchen jede Einzelne und jeden Einzelnen aus unserer Stadtgesellschaft, um das Miteinander zu stärken, füreinander da zu sein, sich gegenseitig wertzuschätzen und somit Hass, Neid und Missgunst keinen Platz in unseren Herzen zu geben. Allen Menschen in der Welt wünsche ich von Herzen, dass ihnen das Glück von Frieden, Freiheit und einem menschenwürdigen Leben zuteilwerden soll. Uns wünsche ich,
dass uns das neue Jahr alle noch näher zusammenrücken lässt. Hass, Hetze, Neid und Missgunst sollen keinen Platz mehr zwischen uns finden.